It's black and white. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und weiter geht es mit der nächsten Folge von Breakpoint. Wir sind immer noch Kaspar Ackermann und haben in der letzten Folge ja in Australien Punkte geholt, obwohl wir einen Gang verloren hatten. Und auch in Bahrain nach einem Boxen, nach einem Strategiefehler vom Team haben wir noch Punkte einheimsen können. Ob wir jetzt wirklich vor Gasly gelandet sind, weiß ich nicht wirklich. Kann ich jetzt auch leider nicht nachschauen. Was ich aber weiß, ist, dass wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Auch gerne dem Video einen Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und auch gerne für den Algorithmus einen Kommentar da lassen. Und wir machen jetzt einfach ganz nüchtern weiter und gehen zum nächsten Kapitel in Richtung Zandvoort nach Holland. Kapitel 9. Mechanisches Versagen und Ärger mit der Teamstrategie haben Ackermann bei den ersten Rennen der Saison stark beeinträchtigt. Jetzt, wo die F1 auf dem Weg nach Zandvoort in Ackermanns Heimat, den Niederlanden, ist, hofft er, dass sich diese Heimkehr als Allheilmittel für seine aktuellen Probleme erweist. Die Rückkehr des Grand Prix der Niederlande. Zandvoort ist wieder da. Der Niederländer bei Zandvoort, Kommentare von Verstappen und Ackermann. So. Und das Telefon klingelt, denn Zoe ruft an. Zoe? Papi! Hey Lilly, na, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Was für ein Bild denn? Das ist geheim. Okay, vielleicht kannst du es mir ja mal zeigen. Vielleicht. Gewinnst du heute, Papi? Ich hoffe es. Hey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit Mami sprechen? Nein. Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Lilly. Also, nicht die Frau, sondern diesmal die Tochter. Und das ist schon schön. Erstmal direkt Nein, direkt die Abfuhr, dass man nicht mit der Mutter sprechen kann, finde ich. Nicht schlecht. So, eine E-Mail von Jeff zur Sache. Dann halt das Morgan West Interview. Kasper, der Interview mit Morgan West wurde veröffentlicht. Und halt Zoe. Hey, ich weiß, dass du immer regelmäßig deine Mails kontrollierst. Also dachte ich mir, ich schicke dir eine kleine viel Glück-Mail. Viel Spaß da draußen, Kas. Wäre auch schön, wenn du heute nach Hause kommen kannst. Wenn es gut läuft, können wir feiern. Wenn nicht, naja, zu Hause ist immer am schönsten. So oder so freue ich mich schon drauf. In Liebe, Zoe. Zoe Ackermann, Umweltberatung. Aha. Naja. Gut, dann gehen wir, da ich da auch Brian nicht anrufe, gehen wir direkt in Richtung Rennen. Kapitel 9. Mit seiner Familie, im Publikum und einer vertrauten Strecke vor sich versucht Kaspar Ackermann, seine Saison zum Besseren zu wenden. Hallo und willkommen in Zandvoort zu einer weiteren Portion Formel 1 Action. Der Circuit Zandvoort hat 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links. Einige davon hängen und dazu kommen durch die Dünenlandschaft einige Höhenunterschiede, sodass es für unsere Fahrer auf den 4,2 Kilometern hier immer anstrengend ist. Es ist soweit. Zandvoort. Auf eines kann man sich dabei verlassen, und zwar auf die sensationelle Stimmung, für die Fans hier in den Niederlanden immer wieder sorgen. Dieses Meer von orangenen T-Shirts gehört genauso zum Grand Prix wie die Strecke selbst. Wie immer natürlich Heimvorteil für Max Verstappen, aber auch Aston Martins Kaspar Ackermann im Mittelfeld wollen wir im Auge behalten. Er wird hoffen, seine Form weiter zu verbessern. Das wäre natürlich prima hier beim Heimspiel.
gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Leclerc, Sergio Perez und Bottas. Sainz, Ackermann, Fernando Alonso und Daniel Ricciardo. Gasly, Jackson, Esteban Ocon und Tsunoda, Butler, Giovinazzi, George Russell und Nikita Mazepin. Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Du hast das Publikum auf deiner Seite, Kasper. Mach dir die Stimmung zunutze und tu, was du kannst. Ja, das wollen wir doch gerne machen, die Stimmung zunutze machen. Wir gehen ein bisschen extra Benzin mit. Ich würde eigentlich auf Medium starten. Anscheinend kann ich mir das aussuchen. Oder ich habe mich auf Medium qualifiziert. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Starten wir auf Medium. 9-9 müsste passen. Und dann starten wir das Rennen mal wieder in Vollrennen. Finde ich gut. Und dann geht's los. Gar nicht mal so ein schlechter Start. Können da direkt Bottas angreifen. Wird aber wahrscheinlich sehr eng werden. Der kommt da rüber. Kleine Berührung. Auch mit dem Ferrari bei uns, ja. Der Alpine ist da neben uns. Wie gesagt, müssen wir aufpassen. Sandford ist nicht gerade einfach zu fahren. Also eigentlich schon eine gute Strecke. Aber wir müssen Alonso vorbeiziehen lassen, Junge. Und da drückt er mich raus. Auch dem Ricciardo geht vorbei. Nicht so ein guter Start. Aber vielleicht können wir Ricciardo uns schon wieder zurückerobern. Jetzt vielleicht außenrum. Okay, kleine Abkürzung. Alonso müssen wir natürlich hier vorbeilassen. Das Überholmanöver war regelwidrig. Und natürlich geht Ricciardo mit durch. Aber ich konnte nicht Alonso mitten auf dem fahren. Aber hier könnte es funktionieren. Oh, Ricciardo, gar keine Chance. Und Alonso dürfte da jetzt auch keine wirklich gute Chance haben. Jetzt gegen uns. Wir können es außenrum dann probieren. Sind aber schon davor vorbei, lassen dem Spanier aber noch ein bisschen Platz, aber das reicht. Reife Leistung. Bottas wird da langsam außen gegen Bottas, dann geht's jetzt gegen Lando Norris, der muss sich verteidigen. Wir fahren die schnellste Runde. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Lassen den Briten noch Platz, aber dann geht's außenrum, keine Chance. Jetzt geht schon in Richtung Podiumsplatz vielleicht. Letzte Kurve könnte es wieder funktionieren gegen Perez. Ja, außenrum gegen Perez schon vor der Kurve. Jetzt gibt es DRS noch dazu mit der Überholtaste gegen Leclerc. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,4 Sekunden. 6 Sekunden auf Aiden und wir sind vorbei am Ferrari und sind jetzt Dritter. Und nochmal die schnellste Runde haben wir auch noch eingeheizt. Mit einer mega langsam. Oh mein Gott, war der gerade langsam und jetzt geht's gut hier gemacht. Ab. Damit legst du gegen einen Platz weiter vorn. Verstappen. Außenrum wie bei den anderen, ja. Und Ackermann führt im Heimrennen. Das ist doch mal super. Wir führen im Heimrennen für Kasper Ackermann. Einfach weiter so fahren. So, und dann geben wir das erste Mal nämlich in die Box. Habe ich jetzt lange nicht mehr gemeldet, aber es ist auch nicht viel passiert, muss man sagen. Die anderen sind raus, weit hinter uns. Der Boxenstopp war mega schlecht. Also, okay. Damit wir dominieren haben wir das Rennen durch. Du musst es jetzt auf diesen ganz Reifen entspannt von Ziel vorne. Schaffen. Ihr seht ja, wir haben ja 6 Sekunden auf unseren
Landsmann, Verstappen und auf Lewis Hamilton. Also das ist schon sehr gut. Also der Abstand jetzt auch noch die roten Reifen, eine Runde frischer. Der Vorteil liegt bei uns. Und damit geht's rein in die letzte Runde. Das ist eine Runde. Die letzte Runde des Rennens. Jeff sagt's auch schon. Also letzte Runde für Kasper Ackermann. Und wir haben einen sehr üppigen, wir haben einen sehr großen Vorsprung. Also das ist nach hinten sehr entspannt. Wirklich viel Power fahre ich auch nicht mehr. Sehr entspannt einfach, um die Strecke ein bisschen kennenzulernen, weil es ein bisschen tricky auch geworden ist. Konnte man früher immer mit Vollgas nehmen. Ich traue mich das irgendwie noch nicht wirklich. Ich habe keinen Bock, dass der noch abfliegt. Ja, und dann seht ihr auch mal ein bisschen mehr von Sandford, weil so viel war es jetzt nicht. Wir haben die Überholmanöver eigentlich alle relativ früh getätigt, auch wenn wir nicht gerade den besten Start hatten. Beziehungsweise eigentlich schon einen guten Start hatten, aber ja, ein bisschen blockiert worden sind. Aber so sind es auf jeden Fall wieder schöne 26 Punkte für Aston Martin. Ich weiß nicht, wo Aiden Jackson ist. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar mehr Punkte. Aber so 26 Punkte. Und vor allem das Wichtige, Kasper Ackermann gewinnt seinen Heim-Grand Prix in seiner letzten Saison. Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Was für eine Leistung von Kasper Ackermann. Mit dieser überzeugenden Vorstellung lässt er alle Zweifler verstummen. Und mit diesem Podiumsplatz wird er mehr als zufrieden sein. Wir wissen ja, was er kann. Er hat es nur lange nicht mehr gezeigt. Großartiges Rennen von Ackermann und dringend benötigte Punkte für Aston Martin. Das Team von Aston Martin wird über die heutige Leistung und das Endergebnis extrem glücklich sein. Exzellentes fahrerisches Können, eine perfekte Teamarbeit, das Resultat ein hochverdienter erster Platz. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben einen Podiumsplatz ergattert. Und das hier vor ihrem Heimpublikum. Wie fühlt sich das an? Ich bin sehr froh, dass ich vor meiner Familie so ein gutes Rennen zeigen konnte. Ich freue mich, dass ich den niederländischen Fans Grund zum Jubeln geben konnte. Ich bin zufrieden. Ich will immer noch mithalten können und zeigen, was ich kann. Ich nehme das linke. Das ist irgendwie so auch klar. Das ist eigentlich sind alles drei sehr gute Antworten. Aber ja... Nehmen das meine Familie ist heute auch hier. Meine Frau und meine Tochter. Also bin ich sehr froh, dass ich ihnen ein gutes Rennen zeigen konnte. Es bedeutet mir viel, dass sie heute hier sind. Und wenn ich nicht gut gewesen wäre, hätte ich heute schlechte Laune gehabt und allen den Abend ruiniert. Also ja, es fühlt sich gut an. Sie hatten heute auch die schnellste Runde. Hatten Sie damit gerechnet? Wir haben damit gerechnet. Das erwarten wir von uns selbst bei jedem Rennen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Es war eher eine willkommene Überraschung und jeder Punkt zählt. Passt perfekt. Bei uns zählt im Moment wirklich jeder Punkt bei Aston Martin. Wenn man realistisch ist, kann man nicht davon ausgehen, das allzu oft zu schaffen. Also nein, damit hatten wir nicht gerechnet. Es war eher eine willkommene Überraschung und jeder Punkt zählt. Also freuen wir uns vielleicht am Ende der Saison mehr darüber, als wir jetzt denken. Wie ist die Stimmung bei Aston Martin? Optimistisch? Ist das Team glücklich? Ja, natürlich, es gab ein paar Startschwierigkeiten, aber zum Glück liegen noch viele Rennen vor uns. Kein Kommentar. Wir hatten ein paar Probleme und es ist nicht alles optimal, aber wir konzentrieren uns darauf, wieder besser zu werden. Ja, das Erste, also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, das Team runtermachen. Es war ein super Wochenende, ja, so alles gepasst. Es gab ein paar Startschwierigkeiten, aber wir haben vor, das wieder auszugleichen. Und zum Glück liegen noch viele Rennen vor uns. Also freuen wir uns auf den Rest der Saison. Aber eigentlich ist das Einzige, was man machen kann, sich auf das nächste Rennen zu konzentrieren. Also werde ich das tun. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kapitel 9. Kasper Ackermann hat beim Grand Prix der Niederlande eine meisterhafte Leistung gezeigt und es
vor den Fans seiner Heimat bis aufs Treppchen geschafft. Hey, tolles Rennen heute. Danke. Nicht schlecht, Kaspar. Da kann man nichts sagen. Schade, dass dein Teamkollege dir nicht gratuliert hat. Naja, er ist halt noch ein Kind. Ein Kind, an dem Mercedes dran ist. Angeblich. Dazu kommt's nicht. Nein? Kannst du dicht halten? Ja, sicher. Sie wollen mich. Wirklich? Na, gratuliere. Behalt's erstmal für dich, aber es sieht gut aus. Also musst du diesen Jackson wohl noch ein bisschen länger ertragen. Wir kommen schon miteinander aus. Ich hab was anderes gehört. Aha. Ich hab mit eurem Mechaniker gequatscht. Der hat mir ein paar sehr interessante Sachen über Jackson gesagt. Weißt du, was sein Problem ist? Was denn? Er findet, du bist zu alt. Und nicht mehr schnell genug. Zu alt? Hey, Mann, das hat er gesagt, nicht ich. Magst du einen Rat? Beweis ihm das Gegenteil. Er sollte dich respektieren. So wie ich. Also, starkes Rennen heute. Ja? Ciao! Ist natürlich völlig normal, dass der Alfa Romeo Pilot mit dem Mechaniker von Aston Martin labert und Zoe ruft an, da gehen wir mal ran. Hey. Hey, Lilly tanzt in der Garage, das musst du sehen. Kommst du? Muss mich nur noch um ein paar Dinge kümmern. Okay. Ich habe uns für heute Abend einen Tisch reserviert. Was ist mit Lilly? Deine Mutter passt auf sie auf. Klasse, ich freue mich schon drauf. Grund zum Feiern, nicht wahr? Ja, danke Zoe. Ciao. So, nochmal das Gespräch mit der Frau. Ja, wie gesagt, also es... Aiden. Ja? Kaspar, hab dich vorhin verpasst. Was gibt's? Ich wollte dir nur gratulieren. War ein starkes Rennen heute. Ich hab zu tun, Aiden. Oh, okay. Ciao. Ja, also das war natürlich klar, dass das jetzt nicht gerade das freundlichste Gespräch wird. Aber wie gesagt, natürlich redet der Alfa Romeo Heini mit einem Mechaniker vom Aston Martin Team und der im Aston Martin Mechaniker erzählt ihm alles und dass natürlich Aiden Jackson ihm gesagt hat, dass er, dass Kaspar Ackermann viel zu alt ist für den Rennsport. Natürlich, klar. Würde ich als Mechaniker nicht anders machen. Wie würdet ihr machen? Schreibt gerne in die Kommentare. Er gratuliert uns zumindest, wenn ab und zu der Außenseiter geht. Aha. Na gut. Also, gucken wir nochmal in die E-Mails rein. Brian, Kasper, entschuldige, dass ich dich nicht nach dem Rennen treffen konnte. Ich hatte mich mit Ottmar unterhalten, der übrigens sehr zufrieden war. Du bist ein Wahnsinnsfahrer und das Team ist außer sich vor Freude. Verstappen vor den Fans, eure Heimat zu schlagen, ist schon eine Leistung. Okay, PR ist auch wieder gut. Also, wie gesagt, sehr gut. Das ist auch, also, ich finde es, also, man muss schon sagen, ich finde das sehr gut, wieder hier jetzt in den Socials oder auch in den Nachrichten und auch teilweise auch in den Mails auf diese verschiedenen Szenarien sagen wir mal so reagiert wird, weil das Ziel war ja nur das Podium zu erreichen und das Podium haben wir erreicht, aber wir haben auch gewonnen und trotzdem hier steht zum Beispiel gewinnt, hier steht zum Beispiel hier Ackermann besser als Verstappen und oder hier gewonnen. Oder auch hier mit der Superleistung. Also wie gesagt, ich finde das gut, wie man darauf reagiert. Die Interviews nach dem Rennen jetzt hier mit Claire, das ist ja okay. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, haben sie gut gemacht und sich auf alle Szenarien vorbereitet. Ja, gut, dann haben wir Sandford auf jeden Fall. Einen großen, dicken, kann man nach Sand, hinter Sandford einen großen, dicken Haken machen. Haben das Ding gewonnen und gehen jetzt weiter zum nächsten Kapitel. Kapitel 10.
nur noch ein paar Runden zu fahren und es sieht gut aus für Aston Martin. Beide Fahrer sind in den Punkten. Caspar Ackermann kämpft sich weiter nach vorn, aber sein Teamkollege Alan Jackson schließt immer weiter zu ihm auf. Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kasper? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kasper. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Kaspar, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kaspar? Er ist nicht schneller. Lass Jackson nicht vorbei. Okay, klare Anweisung vom Spiel. Dann lasse ich ihn natürlich nicht vorbei. Jetzt muss ich natürlich aber auch dann liefern. Aber warum war mir schon klar, wo ich das gelesen habe, dass das nicht gut ausgehen kann? Also dass das wieder so ein Ding wird. Team Order eigentlich diesmal gezogen und trotzdem macht es keiner. Aber obwohl Jackson ist wirklich schnell unterwegs, ganz ehrlich, immer noch 5 Zehntel hinter uns. Mal gucken, ob wir uns jetzt mal langsam lösen können. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5 Sekunden. Jetzt gegen Lando Norris, vielleicht haben wir da jetzt. Boah, der zieht doch jetzt nicht rüber noch. Gut gemacht. Super überholt. Also wenn ihr das im Rückspiegel gesehen habt, super überholt. Also ich sag mal so, Jackson ist jetzt auch im Platz vorne und Norris bewegt sich nicht mehr. Beziehungsweise kommt jetzt langsam wieder auf die Strecke. Also super Überholmanöver war das nicht. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, es geht auf die letzte Runde. Und ja, meine Lieblingsstrecke ist irgendwie nicht mehr meine Lieblingsstrecke. Also normalerweise Kanada immer meine Lieblingsstrecke gewesen. Aber die ist extrem anders geworden mit dem Lenkverhalten und so weiter. Vor allem für mich als Controllerfahrer sehr schwierig zu fahren. Aber das liegt am Aston Martin, aber irgendwie weiß ich nicht, kann es nicht sein. Ich verliere auf jeden Fall auf Leclerc komplett irgendwo seit dem kleinen Malheur mit Lando Norris. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen. Außer der macht jetzt einen brutalen Fehler mit Ricardo. Er hat auch DRS, also das werden wir nicht mehr schaffen. Also es wird wahrscheinlich nur der 7. Platz werden. Da, klar, wollen wir mal alles probieren. Jackson ist weit hinter uns. Max Verstappen gewinnt in Kanada. Guck hier, wieder viel zu spät. Also Bremsen ist echt schwierig, aber gut. 7. Platz und 8. kann man mit leben. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können, und es hat sich gelohnt. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären!
Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei. Du sprichst nicht mal mit mir. Du willst Respekt, dann zeig Respekt. So läuft das. Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen. Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach. Mir da draußen Platz verschaffen. Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was? Was? Kaspar! Kaspar! Kapitel 11. Der Grand Prix von Kanada schien der Tiefpunkt der Partnerschaft von Ackermann und Jackson zu sein. Nachdem ein Video der Auseinandersetzung viral geworden ist, hofft Aston Martin, dass die Fahrer beim Grand Prix von Österreich diese Angelegenheit hinter sich bringen können, damit diese Saison nicht so endet wie die letzte. Tja. Österreich wartet. Aiden Jackson hat Probleme mit dem Selbstvertrauen. Ja, übrigens nochmal sorry an Lando Norris, den ich da komplett aus dem Rennen geklatscht habe, aber ja, tut mir wirklich sehr leid. Ja, also nicht wirklich gerade super, wie das gelaufen ist. Ja, Stallorder ist immer so eine Sache, wirklich schneller, ja, war er nicht wirklich, aber Asuka Ackermann auch nicht wirklich, also hätte man ihn auch vorbeilassen können und mal gucken können, was er so macht. Am Ende haben wir, wie gesagt, Norris überholt. Das war es auch schon. Leclerc an den Ferrari kam überhaupt nicht ran. Also, da war das nächste irgendwie mal 1,2 Sekunden oder so. Ja, und dann, ja, obwohl er es schon eigentlich geplant hat, so klatscht er natürlich seinem Teamkollegen das an den Kopf mit dem, auf, was natürlich dem schon vermittelt so ein bisschen, ey, das ist wahrscheinlich meine Schuld. Sehr blöd. Wir gucken mal in die Mates hinein. Update. Die Situation ist nicht wirklich vorübergegangen, wie wir gehofft haben, und die Presse redet immer noch darüber, dass es keine Entschuldigung gab. Wir können dich nicht dazu zwingen, dich zu entschuldigen, aber es wäre ein großer Hilfe. Es geht natürlich nicht nur um dich. Ich habe auch Aiden darum gebeten. Der Clip mit er ist nicht schneller ist mehr oder weniger verschwunden. Genau wie Hashtag er ist nicht schneller. Und das ist gut so. Aber diese Geschichte wird uns wohl noch ein bisschen länger verfolgen. Tun wir also, was wir können, und das als Team in den Griff zu kriegen. Ruf an, wenn du mich brauchst. Ja, dieses er ist nicht schneller war natürlich auch wieder so richtig dumm, aber okay, das ist unser Agent. Okay, was wir nach dem Ruhestand machen können. Okay, Lukas Weber. Und die Wettervorhersage zum Rennen. Ja, das Rennen ist aber dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, und ja, hoffe, es hat auch Spaß gemacht, mir das oder überhaupt das Video anzugucken. Ich bin raus und tschüss.